Herr Oberbürgermeister Dr. Wilke, Herr Präsident Dr. Pleuger, Oberlandesbürgermeister Batura, lieber Herr Panke, lieber Helmut Dumke, meine sehr verehrten Damen und Herren, Oberlandesbürgermeister. Ich freue mich sehr, hier vor diesem großen Teilnehmerkreis der Städtepartnerschaftskonferenz ein kurzes Grußwort halten zu können. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie breit der zivilgesellschaftliche Austausch zwischen unseren beiden Ländern ist. Und ich bin davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Menschen unserer beiden Länder eine ganz wesentliche Säule der bilateralen Beziehungen ist. Belarus ist als direkter Nachbar der EU für Deutschland von großer Bedeutung. Unsere Beziehungen in dieser Region reichen viele Jahrhunderte zurück und haben sich seit der Unabhängigkeit von Belarus weiter vertieft. Heute sind unsere Beziehungen von einer beachtlichen Breite und Vielfalt, ganz besonders im wirtschaftlichen, im kulturellen und im wissenschaftlichen Bereich. Deutsch, meine Damen und Herren, ist die zweitwichtigste Fremdsprache, die an belarussischen Schulen gelehrt wird. Die Zusammenarbeit unserer Länder auf dem Gebiet der Kultur und Bildung ist intensiv. Die Deutschkurse des Goethe-Instituts in Minsk erfreuen sich einer ganz erheblichen Nachfrage. Ich höre, es werden sogar noch Unterrichtsstunden in den späten Abendstunden angeboten. Die Kulturangebote des Goethe-Instituts, das in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert, werden ebenfalls sehr gut angenommen. Die 2003 erstmals von unserer Botschaft in Minsk ausgerichtete Deutsche Woche hat sich aufgrund der großen Resonanz ausgeweitet. Zum 10. Geburtstag im vergangenen Jahr haben sich die verschiedenen Veranstaltungen der nunmehr Deutschen Wochen bereits über 3 Wochen erstreckt. Auch 2014 waren wir erneut mit einem eigenen deutschen Stand auf der internationalen Buchmesse Minsk vertreten. Das Interesse der Besucher an deutschen Buchproduktionen war wie in den Vorjahren sehr hoch und ich denke, es ist erfreulich, dass die ausgestellten Bücher hinterher an verschiedene Partnerorganisationen in Weißrussland weitergegeben wurden. Die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an die belarussische Autorin Svetlana Alexievich im vergangenen Oktober hat auch das Interesse in Deutschland an Literatur aus Belarus beflügelt. Die Ehrung in der Frankfurter Paulskirche wurde auch in Belarus wahrgenommen. Im Rahmen der Partnerschaftsinitiative wurde im vorletzten Jahr ein Pilotprojekt mit belarussischen Partnerschulen begonnen, die zum deutschen Sprachdiplom führen. Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen, die wir gemacht haben, soll die Zahl der teilnehmenden Schulen in Zukunft deutlich erhöht werden. Hier erreichen wir in der Tat Herzen und Köpfe von unseren Nachbarn und das nicht nur in der Hauptstadt Minsk. Auch auf dem Gebiet der Wirtschaft pflegen wir intensive Beziehungen. Deutschland war 2013 mit einem Handelsvolumen von annähernd 3,5 Milliarden Euro der wichtigste westliche Handelspartner von Belarus. Die Importe aus Deutschland haben dabei um über 11% zugelegt. Die deutsch-belarussische Wirtschaftsgruppe in Minsk zählt inzwischen über 70 Mitgliedsunternehmen. 2013 wurde zum 7. Mal der Tag der deutschen Wirtschaft in Belarus organisiert, der diesmal dem Thema Fachkräfte für die Wirtschaft gewidmet war und auf großes Interesse stieß. Im akademischen Bereich gibt es ebenfalls eine freundliche Zusammenarbeit zwischen deutschen und belarussischen Universitäten. Der DAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst, unterhält ein Informationsbüro in Minsk und vergibt jährlich eine Vielzahl von Stipendien. Mehrere DAD-Lektoren sind an belarussischen Universitäten tätig. Meine Damen und Herren, bei der Pflege und Fortentwicklung unserer Beziehungen ist uns der zivilgesellschaftliche Austausch ein besonders wichtiges Anliegen. In den letzten Jahren
hat Deutschland seinen finanziellen Beitrag zur Unterstützung der Zivilgesellschaft in Belarus auf inzwischen ca. 7 Millionen Euro jährlich erhöht. So setzt die internationale Bildungs- und Begegnungsstätte Johannes Rau, abgekürzt IBB, in Minsk, eine in vielerlei Hinsicht einzigartige Institution, seit Jahren das Förderprogramm Belarus der Bundesregierung um. Dieses widmet sich besonders den Themen Bildung, Soziales und nachhaltige Entwicklung und ermöglicht die Förderung von Projekten im ganzen Land. Dabei leistet das IBB auch viel im Bereich der Förderung unabhängiger Medien, im Bereich Verständigung und Versöhnung, beispielsweise durch die Arbeit der Geschichtswerkstatt Minsk, sowie durch Reisen von Zeitzeugen, die noch leben, nach Deutschland und bei der Schaffung neuer Kooperationsformen zwischen Nichtregierungsorganisationen und staatlichen Strukturen, etwa durch die Unterstützung bei der Gründung lokaler Räte, beim Aufbau landesweiter Netzwerke und Ähnlichem. Deutschland ist damit nicht nur in Minsk und in großen Städten, sondern eben auch in den Dörfern und Gemeinden mit Initiativen vertreten. Doch, meine Damen und Herren, unsere Beziehungen hätten bei weitem nicht die heutige Breite und Vielfalt ohne das intensive ehrenamtliche Engagement der vielen Menschen in Deutschland und in Belarus. Und das repräsentieren Sie ja auch in diesem Raum, und das möchte ich ausdrücklich an dieser Stelle würdigen. Viele Menschen in Deutschland engagieren sich bis heute für Hilfsprojekte zugunsten der Opfer der Tschernobyl-Katastrophe, die unvergessen bleibt in Deutschland, für den Bau von Schulen und Jugendzentren, beim Umweltschutz und auch im Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus, unter dem Belarus wie kaum ein anderes Land leiden musste. All dies zeigt, Belarus ist ein Land im Herzen Europas, mit dessen Geschichte Deutschland und die EU eng verknüpft sind. Wir wollen eine europäische Zukunft für die Menschen in unserer Nachbarschaft. Aus diesem Grund hat die EU Belarus auch im Jahr 2009 die Teilnahme an dem Programm der östlichen Partnerschaft der Europäischen Union angeboten. Ich möchte an dieser Stelle sagen, es ist bedauerlich, dass Belarus nicht das volle Potenzial einer Partnerschaft mit der Europäischen Union nutzt. In der EU herrscht Einigkeit darüber, dass sich unsere Zusammenarbeit erst dann voll entfalten kann, wenn die Menschen in Belarus ihre politischen Rechte, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, uneingeschränkt und ohne Furcht vor Repressionen wahrnehmen können. Vor diesem Hintergrund gewinnen Kontakte zwischen den Menschen in Deutschland und Belarus noch mehr an Bedeutung. Hierzu tragen nach unserem Verständnis insbesondere auch Städtepartnerschaften bei. Daher hat die Bundesregierung die Initiative einer Städtepartnerschaftskonferenz zwischen deutschen und belarussischen Kommunen sehr begrüßt, um dem Austausch zwischen den Menschen unserer beiden Länder neue Impulse zu geben. In diesem Zusammenhang möchte ich insbesondere das langjährige Engagement der Stiftung Westöffentliche Begegnungen sowie des BDWO, des Bundesverbands Deutscher West-Ost-Gesellschaften, ansprechen und würdigen und die Bereitschaft der Stadt Frankfurt-Oder sowie der Viadriner Konferenz hier als Gastgeber zu fungieren. Ich freue mich sehr darüber, dass so viele Gäste aus Belarus hier in Frankfurt-Oder da sind, die ich begrüßen kann, und dies zeigt sehr klar, wie aktiv und lebendig der deutsch-belarussische Dialog heute ist. Ich möchte daher die deutschen Kommunen an dieser Stelle ermutigen, ihre zwischengesellschaftlichen Kontakte mit Belarus zu pflegen und auch auszubauen. Gemeinsame Themen gibt es wirklich genug: nachhaltiges Wohnen, Jugendaustausch, Wirtschaftsförderung, soziale Fragen. Und ein offener und konstruktiver Dialog über diese konkreten Herausforderungen wird auch positiv sich auf die Gesamtbeziehung zwischen unseren beiden Ländern auswirken. Ich möchte noch einmal betonen, gerade weil das Gespräch mit politischen Vertretern aus Belarus zum Teil schwierig ist, möchte die Bundesregierung die Kontakte zu den Menschen in Belarus intensivieren. Ein wichtiger Baustein hierfür sind übrigens auch Visaerleichterungen.
Die EU vergibt bereits heute Visa für bestimmte Personengruppen, darunter Zivilgesellschaftsvertreter, Künstler und Studenten, zu geringeren oder gar keinen Kosten. Dadurch wurde es auch möglich, die Teilnahme an der Städtepartnerschaftskonferenz durch kostenlose Visavergabe zu unterstützen. Die Bundesregierung setzt sich im EU-Rahmen für weitere Gebührenreduzierungen ein. Sie geht hier mit gutem Beispiel voran. Nationale deutsche Visa sind für Belarusen kostenfrei. Wir begrüßen daher sehr, dass Belarus das Angebot der Europäischen Union zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Visaerleichterungsabkommen angenommen hat. Dies ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, um die Beziehungen zwischen unseren beiden Gesellschaften zu stärken. Und hierfür wird sich die Bundesregierung weiter einsetzen. Ich bin als Abgeordneter immer wieder damit konfrontiert, wie wichtig diese Visa-Fragen tatsächlich sind. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Die Bundesregierung hat großes Interesse daran, die wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Belarus auszubauen, gerade weil es auch in den politischen Beziehungen mit Minsk nach wie vor Hindernisse und schwierige Themen gibt. Im Rahmen dieses zivilgesellschaftlichen Austauschs spielen die Städtepartnerschaften mit ihrer Fülle ehrenamtlichen Engagements eine herausragende Rolle und das wird deswegen von uns auch gefördert. Und deswegen freuen wir uns, dass Sie alle hier sind und ich wünsche dieser Konferenz eine gute Atmosphäre, viele gute Begegnungen und Ergebnisse und in diesem Sinne viel Erfolg, ganz im Sinne des Namens der Loge, der Freimaurerloge, dieses wunderschöne Gebäude gebaut hat mit dem Namen zum aufrichtigen Herzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.